gleiche Verhältnis besteht zur Kunst oder zur Musik. 99,9999% aller Kunst ist einfach Blödsinn. Kunst ist durch ein einfaches Insignium ausgezeichnet, dem des Sublimationismus. Es ist immer das Ansichtigmachen mittels bildnerischer Gestaltungen von Wahrheit, nämlich von Darstellung eines schlagartigen Ansichtigmachens, Aufklaffens der drei verschiedenen Verdichtungsebenen, in denen dieses Spiel spielt. Siehe zum Beispiel die Bilder von Richter, Emma, die die Treppe herabsteigt. Das Authentische daran ist ein Déjà-vu, eine Übereinanderlagerung von nebelartigen Schichtungen, sodass man das Gefühl erhält, die vordere oder die hintere Ebene überlappen sich wechselseitig. All solche Kunst der Authentifizierung, die auf den echten Sublimationisten zurückgeht, Leonardo, Michelangelo und andere, in der Musik ist es das Gleiche, aber davon verstehen wir zu wenig, ist immer die gestalterische Darstellung des Realkonfliktes zwischen sichtbarem Schein und den dahinterliegenden zwei Brechungsebenen. Nur das ist Kunst und nur das ist erkauft. Mit dem Preis des Daransetzen der eigenen Leiblichkeit. Und das ist genauso unausrottbar wie jede symbolische, sprachliche, philosophische oder auch mathematische Wahrheit. Musik ist ja nichts anderes als eine mathematische Wahrheit. Im Kontrast zwischen harmonischer Dialektik und dem Riskluftspalt diachroner Subversionen im Wechselkampf gegeneinander.